Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es wieder ein zusammenfassendes Update-Video zu mehreren Projekten. Und zwar wird es um den BNB-Miner, den ihr bereits im Hintergrund seht, gehen. Es wird um Baked Beans gehen, es wird um Dollar Beans gehen und abschließend Money Monster. Und das genau in der Reihenfolge. Wenn euch eines dieser Projekte nicht interessiert, wie immer, einfach das nächste Kapitel in der Zeitleiste anklicken und dann könnt ihr zu dem Projekt springen, das euch interessiert. Aber ich möchte wie immer starten mit dem BNB-Miner hier, da das aus meiner Sicht definitiv das Interessanteste ist, da das das einzige Projekt ist, das sich über den Long Run bewiesen hat, sustainable zu sein, beziehungsweise die Leute auch konstant auszuzahlen. Und das sehen wir wiederum, wenn wir hier direkt auf die MoonArk-Seite springen und hier das Ganze mal nach dem ältesten Projekt sortieren. Und wir sehen hier mit Abstand immer noch das älteste Projekt, das performt mit 674 Tagen am Markt. Und wir schreiben immer noch grüne Zahlen. Und das ist einfach für mich ein Faktor, warum ich in diese Projekte investiere, weil ich sehe, dass sie funktionieren, vor allem über den Long Run. Und das ist dementsprechend wichtig. Und genau, der BNB Miner ist so ein Projekt. Ich will euch jetzt aber hier nicht mit dem täglichen Geplänkel hier langweilen, sondern ich möchte euch auch mal zeigen, da ich sonst immer über die anderen Statistiken spreche, also wie es um den Miner geht. Heute im Video möchte ich euch zum einen zeigen, was ich genau mache, und zwar das anhand der Blockchain, weil ich kann euch hier im Video viel erzählen, wenn ich dementsprechend anders handle. Deswegen möchte ich es euch anhand der Blockchain zeigen, was ich genau in diesem Projekt mache. Und ich möchte euch unter anderem auch die Wallet von DeFiDude zeigen, dem großen englischsprachigen YouTuber. Denn der hat damals auch kurz vor dem zweiten Cycle und auch schon im ersten Cycle investiert und möchte euch einfach mal diese beiden Wallets hier dementsprechend zeigen. Um das Ganze hier zu vervollständigen, ich bin jetzt aktuell hier bei 2,4 Trillionen Minern. Und der Contract ist in der Zwischenzeit auf knapp 1540 BNB angewachsen. Mein Total Value Locked, mein persönlicher, liegt bei 4 BNB. Und wenn wir uns jetzt mal ganz kurz meine Aktionen anschauen, dann seht ihr beispielsweise, ich habe das jetzt mal nach meiner Wallet hier oben gefiltert. Ihr seht das, wenn ich hier drauf gehe, das ist meine eigene Wallet, dass ich nur reinvestiert habe die ganzen letzten Tage. Hier gab es eine Sell-Transaktion, hier gab es eine Sell-Transaktion. Und wenn wir dann hier weiter scrollen, die nächsten Sell-Transaktionen gab es erst wieder bei 60 Tagen. Heißt, ich verfolge zurzeit folgendes Prinzip, beziehungsweise das eigentlich schon seit mehreren Monaten, und zwar die 28-2. Zwei Auszahlungen pro Monat und sonst nur reinvestieren und das am besten mehrmals täglich. Und das ist einfach das System, das sich für mich hier seit einem Dreivierteljahr in diesem Miner bewährt hat. Unglaublich, wenn wir uns die gesamten Zyklen hier anschauen, auch sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem, wenn man vor einem Cycle einsteigt, wie es jetzt aktuell der Zeitpunkt sein könnte, wenn wir uns das hier nochmal anschauen. Wir sehen hier, seit ich mein Video wieder gemacht habe, hier um diesen Zeitpunkt rum, dass wir konstant hier von der Contract Balance wachsen. Und je langsamer wir wachsen, desto besser für alle, die jetzt einsteigen bzw. jetzt bereits drin sind, da wir immer ein langsames Wachstum und ein kontinuierliches Wachstum sehen wollen, um dann letztendlich die meisten Profite aus solchen Projekten rauszuholen. Wenn wir nochmal auf die Overall-Ansicht gehen und uns dann die Wallet von DeFiDude anschauen, der mich letztendlich auch, beziehungsweise durch ihn bin ich letztendlich auf dieses Projekt gestoßen, da ich es auf seinem Kanal zum ersten Mal gesehen habe. Jedenfalls habe ich das Ganze hier auch mal auf der Blockchain nach seiner Wallet gefiltert. Und dann sehen wir die verschiedenen Aktionen hier. Dieser Mann zahlt beispielsweise nur noch aus. Also er agiert nicht mehr im System, er reinvestiert nicht mehr, er nimmt nur noch die BNB raus und bekommt dementsprechend, wenn wir uns hier die Transaktion anschauen, auch nicht mehr viel raus. Das sind 0,16 BNB, also rund 45 US-Dollar, die er hier in diesen letzten rund 13 Tagen verdient hat. Aber das viel Wichtigere ist, wann ist er eigentlich eingestiegen, beziehungsweise wie ist sein Track Record hier auf der Blockchain? Und ich schaue mir das immer ganz gerne an. Ich gehe hier in die Tiefen der Blockchain, um mal zu sehen, wann sind andere Leute reingegangen, die vielleicht noch mehr Informationen beziehungsweise tiefere Informationen haben, weil sie eben einen engeren Austausch haben mit den Developern beziehungsweise mit anderen großen YouTubern, die meistens mehr Wissen haben als man selbst. Und dementsprechend sehe ich hier auch, wenn ich auf der Blockchain mal nachgucke, wenn ich hier über das Datum fahre, der 18.04., der 18.04. und der 18.04. hatte dreimal Einzahlungen gemacht in den BNB-Miner. Und wann war das jetzt genau? Wenn wir diese Spalte hier mal vergrößern, der 18.04., das war genau hier, bevor der zweite Cycle gestartet ist. Heißt, er hat hier auch dementsprechend einen sehr, sehr guten Riecher gehabt und ist hier vor dem Cycle eingestiegen und hat dann dementsprechend im Cycle die Profite mitnehmen können.
Jetzt ist er aber schon viel, viel länger investiert. Das sehen wir beispielsweise an den ganzen anderen Transaktionen hier. Und wenn wir mal hier auf die erste Transaktion, wann er ursprünglich eingestiegen ist, schauen, dann sehen wir, das Ganze war vor 504 Tagen, heißt zum 8.9.2021. Und wenn wir das nochmal zurückverfolgen, da das auch mal ganz interessant ist, der 8.9.21, dann schauen wir hier mal gerade, das war hier zu Beginn des ersten Cycles. Heißt, er hat zweimal einen sehr, sehr guten Riecher gehabt, was das Ganze angeht, und hat zweimal sehr schön die Cycles mitgenommen. Und darum geht es letztendlich, den richtigen Riecher zu haben, um die richtigen Zeitpunkte zu finden, in diese Projekte einzusteigen. Nur um euch mal zu zeigen, wie es die Leute machen, die sich mit den Projekten auskennen. Wenn ihr sowas in Zukunft öfter sehen wollt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich bin viele Wallets am Verfolgen, da das mir natürlich immer Aufschluss darüber gibt, was machen die großen YouTuber bzw. größere Wallets, die mehr Investmentkapital als ich selbst habe, um dann letztendlich auch meine Entscheidungen gesammelt aus den ganzen Informationen, die ich bekomme, zu treffen und dann letztendlich auch natürlich Gewinne einzufahren, da das letztendlich das Ziel von allen hier sein sollte bzw. wahrscheinlich auch ist. Jetzt im zweiten Kapitel wollen wir uns hier Baked Beans in diesem Fall anschauen. Und ich glaube, ich habe dieses Dashboard noch nicht auf meinem deutschen Kanal gezeigt. Jedenfalls, das hier finde ich sehr, sehr übersichtlich bzw. viel, viel besser als das andere Dashboard, das von Baked Beans selbst. Auf jeden Fall sehen wir hier beispielsweise, auf welchem Tax-Level wir gerade sind, wann der nächste Auszahlungszyklus beginnt. In meinem Fall ist das jetzt heute in circa 3 Stunden, der 26.01. um 15:38 Uhr. Ich habe es auf unserem Community-Discord schon angekündigt. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, was meine Strategie angeht, kommt da gerne drauf. Link ist in der Videobeschreibung. Ich werde immer direkt zum Start des Auszahlungszyklus, also zum Start der 5% auszahlen, um dann letztendlich einen Vorsprung auf alle zu haben, die dann zum Ende hin quasi immer erst nach Ende dieses Auszahlungszyklus auszahlen, also zu 239 Stunden. In der Mitte des Projekts macht es nicht allzu viel Unterschied, aber zum Ende hin spare ich mir dadurch ein paar Taxes und kann letztendlich dann noch mehr rausholen als andere Personen. Das nur hier an dieser Stelle als kleiner Tipp. Ich bin darauf auch erst aufmerksam geworden, als ein Community-Member geteilt hat, also an dieser Stelle, Herr Konjica, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Grüße an dich. Das ist jedenfalls meine aktuelle Strategie. Und sobald ich ausgezahlt habe, werde ich ein BNB zurück in meine Balance packen, um meinen Max-Payout hier in diesem Fall zu erhöhen auf 9 BNB. Das ist umgerechnet circa, falls ihr das auch so adaptieren wollt, 10% meines Total Value Locked, wenn man es mal ganz grob macht, den ich hier als Reinvestition dann wieder reinpacke, um eben meinen Max-Payout letztendlich zu erhöhen. Eine weitere Sache zu Baked Beans, die ich euch zeigen wollte, ist das Dune Dashboard, das jetzt letztendlich kreiert wurde von einem User. Und wir sehen jetzt, wir sind aktuell bei 6.000 BNB, die hier in diese ROI-Debt eingezahlt wurden. Und 23% dieses gesamten Kapitals wurden schon wieder ausgezahlt. Heißt, wir sind rund bei einem Fünftel des Kapitals, das aktuell hier noch in der Contract Balance liegt. Abzüglich der ganzen Gebühren natürlich und der Auszahlungen der User, heißt 28 Tage im Projekt und aktuell bei rund 3.700 Wallets. Finde ich immer ganz spannend, die Statistiken hier zu beobachten. Ich mache das auch täglich, um meinen Research zu machen. Eine weitere wichtige Statistik ist dieses Wallet Graph bzw. diese Wallet Grafik hier, bei der wir sehen, dass immer weniger neue Wallets dazukommen. Und das ist für mich ein ganz klarer Indikator, dass das Wachstum rückläufig ist, dass weniger Leute sich trauen, jetzt zu diesem aktuellen Zeitpunkt noch einzusteigen. Warum ich es auch nicht für sonderlich sinnvoll erachte, zu jetzigen Zeitpunkt einzusteigen, werde ich euch gleich noch erläutern. Wir wollen uns erstmal noch die weiteren Statistiken anschauen. Und zwar beispielsweise, wenn wir einen Blick hier auf die Daten werfen, dann sehen wir, dass wir täglich mehr BNB verlieren, als hier neu reinkommen. Wir hatten bis zu einem gewissen Datum, zum 16.01., hier wesentlich mehr Einzahlungen, was das Ganze anging. Aber nur zwischendurch mal einen positiven Tag, alle anderen Tage waren negativ. Und heute bzw. morgen, also 26. und 27. Januar, werden auch wieder massiv negative Tage, vermutlich so wie hier. Und nochmal 30% obendrauf, da die Leute natürlich in diesem Zwischenzeitraum nochmal 30% verdient haben durch die täglichen Rewards. Und eine Sache, die ich euch auch noch zeigen wollte, wenn wir uns die Top-Wallets hier unten anschauen. Ich habe ja, um darauf jetzt nochmal kurz zurückzukommen, gesagt, dass wir circa 23% Overall-Auszahlungen haben. Und das ist auch ganz spannend zu sehen, wie viel haben denn die Top-Wallets insgesamt. Und hier sehen wir beispielsweise hier die großen Wallets mit über 40 bzw. 50 BNB haben gerade mal 15 bzw. 21, 14% in diesem Fall ausgezahlt.
Heißt, sie sind noch unter dem Durchschnitt, was Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass sie viel reinvestiert haben und vermutlich jetzt in diesem Zyklus noch mehr auszahlen werden, weil ihre Balance natürlich größer ist. Beziehungsweise es kann auch sein, dass sie natürlich nochmal BNB zusätzlich reingepackt haben. Das müsste man dann im Speziellen nochmal nachschauen. Jedenfalls, warum ich denke, dass wir nur noch maximal 3 bis 5 Zyklen haben und 5 sehe ich als sehr, sehr ambitioniert an. Eher 3 bis 4 Zyklen, das ist ganz einfache Mathematik. Man hat als User, wenn man keine Referrals hat, eine 3% tägliche Rendite und wir haben eine 1% Einzahlungs- und wenn man die Basic Tax bei der Auszahlung erwischt, eine 5% Auszahlungsgebühr. Heißt, es sind schon mal 2 Tage an Rendite, die man reinholen muss. Und wenn wir von den täglichen 3% ausgehen, sind es rund 33 Tage, bis man Break-Even ist, plus diese 2 Tage wegen den Fees. Heißt, wir wären auf 35 Tagen, bis man Break-Even ist, wenn man ausschließlich seine Rewards hat akkumulieren lassen. Das ist der Zeitpunkt, an dem man quasi sein Investment komplett aus dem Projekt rausziehen könnte und ab diesem Zeitpunkt würde man mit House Money spielen. Und da dieses Projekt keinen zusätzlichen Einkommensstrom hat, sondern ausschließlich abhängig davon ist, dass neue User hinzukommen, die die alten User ausbezahlen, könnt ihr euch vorstellen, wie lange das Projekt nur noch Laufzeit hat. Vergleicht das bitte nicht mit Frostflakes oder mit Baked Beans Version 1. Frostflakes war in dem Sinne ganz unterschiedlich, weil es langsam über einen gewissen Zeitraum gewachsen ist und Baked Beans wurde einfach massiv gepusht. Da kam Marketing rein. Die Leute sind reingeaped, das war eine ganz andere Marktphase, die wir damals hatten. Dementsprechend Vergleiche zu diesen beiden Projekten zu ziehen, macht aus meiner Sicht hier mit Baked Beans 1 bzw. mit Baked Beans 2 überhaupt keinen Sinn und sollte dementsprechend auch nicht dafür herangezogen werden. Eine Statistik, die ich letztendlich hier noch abschließend zeigen wollte, ist das Wallet ROI-Histogramm. Hier sehen wir beispielsweise, was die Wallets dementsprechend, die bereits ihren ROI erreicht haben, gemacht haben. Und wir sehen, dass hier zum Anfang relativ viel reinvestiert wurde, zwischenzeitlich auch nochmal und das Ganze jetzt letztendlich wieder steigt. Und hier sehen wir beispielsweise, dass gerade mal 26 Wallets ihren ROI erreicht haben und noch 99,3% der Wallets noch nicht im Profit sind. Das ist aber, denke ich, klar, da wir erst im dritten Auszahlungszyklus sind. Das Ganze werden wir dann über die nächsten Tage und Wochen auf meinem Kanal beobachten. Jetzt wollen wir weitergehen zu Dollar Beans. Dollar Beans entwickelt sich auch rückläufig, wenn wir mal ganz kurz auf MoonArc springen und uns das Ganze anschauen, dann sehen wir, dass wir 30% jetzt in den letzten 7 Tagen verloren haben und dieses Projekt aus meiner Sicht noch eine wesentlich kürzere Laufzeit hat als Baked Beans. Also hier bitte auch keine Vergleiche ziehen. Meine Strategie nur Rewards akkumulieren lassen. Ich werde hier auch keine Reinvestitionen tätigen nach dem nächsten Cycle, nach den nächsten 216 Stunden, da es aus meiner Sicht zu so riskant ist. Aber auch hier dann direkt nach den 216 Stunden auszahlen und versuchen, so schnell wie möglich mein ROI in diesem Projekt zu bekommen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Hier definitiv viel, viel größeres Risiko als bei Baked Beans und die Laufzeit wird auch wesentlich kürzer sein. Das letzte Projekt, auf das ich eingehen möchte, das ich gestern auf meinem Kanal vorgestellt habe, ist Money Monster. Money Monster habe ich mir etwas mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, es kommt noch. Ansonsten habe ich hierfür schon mal eine Tabelle gebaut und wenn wir ganz kurz, bevor wir uns die Tabelle anschauen, auf MoonArc springen, das hier auch schon gelistet ist, sehen wir hier Money Monster. Wir haben jetzt hier gestern nochmal über 50% zugenommen, hatte vermutlich auch mit ein paar YouTube-Videos zu tun, unter anderem meinen. Ich habe gesehen, dass viele Leute reingegangen sind und dementsprechend, wir wollen hier aber noch ein paar Einzahlungen sehen, um auf der sicheren Seite zu sein, hier Profite mitzunehmen. Jedenfalls, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich habe diese Tabelle beispielsweise auch im Community Discord gepostet, wer sich hier das persönlich für sich ausrechnen möchte. Ich habe ja 500 BUSD investiert und wäre, wenn wir das mal durchkalkulieren, mit der steigenden Rendite, das vielleicht auch nochmal hier ganz kurz wichtig zu erwähnen, wenn ihr hier anfangt täglich auszuzahlen, wird eure Rendite immer wieder zurückgesetzt auf den Anfangswert von 3,5%. Also selbst wenn ihr dann an Tag 6 seid, bekommt ihr nicht die 4%, wenn ihr täglich auszahlt, sondern nur die 3,5%. Und diese Unstake-Fee zählt quasi erst ab Tag 15, wo ihr diese 2% bekommt. Deswegen habe ich für mich persönlich diese Tabelle erstellt, hier mal meinen Investmentwert eingetragen, hier dann quasi der Wert abzüglich der 10% Einzahlungsgebühr. Und dann sehen wir, ab wann wir, ab welchem Tag exakt ich persönlich im Profit bin und alle, die am ersten Tag auch eingestiegen sind, die von meinem Video oder auf dem Discord davon erfahren haben. Wir sind im Profit ab dem 1.2. beziehungsweise eher ab dem 2.2.
Und ich persönlich werde versuchen, dann hier auch schnellstmöglich meinen ROI rauszuziehen, also nicht zu gamblen, weil man stetig natürlich die Contract Balance im Auge behalten muss. Ich habe gesehen, es ist ein größerer Wal drin mit 4500 BUSD. Auf den gilt es natürlich maßgeblich zu achten. Deswegen sollte jeder schauen, dass er so schnell wie möglich seinen ROI hier rauszieht. Und mein Ziel ist es hier maximal 20% Profite zu machen, heißt dementsprechend maximal bis zum 7., 6. oder 5. zu halten. Dahingehend werde ich euch natürlich dann auch wieder auf dem Discord auf dem Laufenden halten. Deswegen, das ist der Place to go. Videos sind immer zeitverzögert. Deswegen kommt am besten auf dem Discord, um das Ganze dann rechtzeitig mitzubekommen. Ich hoffe, das Update hat euch an dieser Stelle gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich werde versuchen, das Ganze jetzt immer in so einem geregelten Rhythmus zu machen, da ich ja letztens nach Feedback gefragt habe und ungefähr, ja, vielleicht drei Update-Videos die Woche zu machen und vielleicht vier neue Projekte oder irgendwie so in diesem Verhältnis. Wird sich dann alles in Zukunft zeigen. Jedenfalls, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da, macht die Glocke an und dann sehen wir uns zum nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Bis dann!